zur vierten Woche, nee, zur dritten Woche der VDL, ein bisschen später. Genau, ein bisschen später als alle anderen, weil es da ein paar Komplikationen gab. Aber jetzt haben wir es ja doch geschafft, bin ich auch eigentlich froh drüber, weil ein Freeman will eh niemand haben. Und ja, genau, Freeman wäre ja eh mies, weil ist nichts Halbes, ist nichts Ganzes. Ich meine, gut, für Standing wäre es halt besser. Aber ja, man lernt halt nichts draus und ja, man kann sich nicht gut fühlen. Genau, es wird euch wahrscheinlich auch schon aufgefallen haben. Wir als WoW eSport haben sogar einen neuen Sponsor, Partner, nämlich Holy, wie ihr auch sehen müsstet. Genau, ist eigentlich ganz nice, die Kooperation. Wir freuen uns auch riesig drüber, dass wir da jetzt was am Start bekommen haben und hinter diesem Produkt so ein super Team ist. Gerne benutzt den zum Testen, für die Testpakete den Prozentcode von uns, nicht Warrior. Also ich kann auf jeden Fall den Lemon Cobra Geschmack oder wie er heißt, empfehlen. Er schmeckt halt echt mega gut und ja, wir stehen da als Team auch eigentlich ganz hinter. Also ich finde ihn auch echt sehr gut. Und ja, dann zum Kampf gegen Tulane. Ich habe mein Bestes gegeben, auch wenn mein Team komisch aussehen mag. Aber ich bin im vollsten Vertrauen darauf, dass es funktionieren wird, egal wie. Das Kills mitschreiben ist auch nochmal viel nicer wie in anderen Ligen, weil man einfach nur wissen muss, wer welche Kills gemacht hat. Okay, er hat Quaxo mit, er hat Patinaraya mit, er hat Chandelure mit, Dragonite mit, Whimsicott mit und Mamoswine mit. Eigentlich die Mons, die ich so gesehen habe. Mit was lead ich denn am besten? Vielleicht mache ich das mal ein bisschen kleiner und ziehe das mal ein bisschen. Noch ein bisschen kleiner. Ach so, sollte passen. Genau, mit was bringe ich meine Aggron in die D-Strat? Ich glaube, was habe ich zu verlieren in G1? Und in der Back nehme ich Tokevino mit. Let's go. Wollen wir doch auf das Beste hoffen. Genau, maybe. Teile ich jetzt noch kurz den Dienst. So, ich bin mal gespannt, was er mit Bier startet. Politoed Copperaia, das ist eigentlich ganz okay. Okay, er hat ohne Nicknames gemacht anscheinend, die Regeln ohne Nicknames. Schade. Auf jeden Fall, Frankie wäre mein Aggron gewesen und Indy, die ist, wäre wie letztes Mal Boa Hancock gewesen, genau. To be fair, spotlight ich jetzt einfach und drück Autotomie, so rum. Ich glaube schon. Weil wenn er EQ drückt, ist das nice, triggert meine Dings, meine Barry.
Oh Leute, ich bin sogar eh schneller als egal was da war. Siedewasser, ja. Macht nicht mal viel Damage. I One Hit, auch okay. Ist halt jetzt leider down, aber that's life. That's how life works, würde ich mal sagen. So. Ich schutzschilde jetzt hier mit und gehe ich auf den EQ oder gehe ich auf den T-Punch? Okay, gehe ich auf den EQ. Ich habe eh nichts zu verlieren. Polito zurückrufen. Chat. Oh, nice. Das ist aber gar nicht mal schlecht. Weil das Chandelure ist jetzt dead eigentlich. Oder ist das Chandelure dead? Keine Ahnung, nee, nicht ganz. War nicht mal annähernd ein. Oh lol, das war sogar ein Crit. So. Also, ich switche in Vino. Und drücke einfach mal Steinhagel. Ist halt die Sache, drückt ihr jetzt EQ? Wird der jetzt EQ? Steinhagel. Kommt. Macht okay Damage eigentlich. Erdkräfte. Nice. Er triggert meine Weakness Policy. Hello there. Schutzschild. EQ. Weil I guess Polito. Ich hätte auch T-Punch im Polito, aber wenn der Körperraja jetzt nicht protecten lässt, dann hätte das mies enden können. Okay, kein Protect von ihm. Sehr interessant. Damit died Corporator auf jeden Fall. Ich krieg den ersten Kill auf Egwene. Ice Event. Okay, er hittet. Egwene kriegt aber einen Kill. Ja, und wie immer, sorry wegen den Hintergrundgeräuschen. Das sind meine Katzen, die so ein bisschen Spaß hier gerade haben. Ach ja. Ich kann die halt auch nicht einsperren oder sonst was. Beziehungsweise würde ich das halt auch nie machen. Von daher, deal with it. Drücke ich einfach hier. Sludge Bomb und Heat Wave. Aber ich glaube, ich drücke die Matsch Bombe auf Politoed. Und generell die Heat Wave. Ja, war klar. War halt echt klar, dass er in Chandelure switcht. Das deutet jetzt aber an der Sludge Bomb. Oh, das ist okay. Das ist tatsächlich okay. Oh, er ist. Ja, okay, er ist Feuerfänger. Ich wollte schon gerade sagen.
Psycho fällt weg. Na, ich glaube, ich mach das. Sludge Bomb in Dragon Knight und Earth Power in Chandelure. Obwohl ich hätte protecten müssen wahrscheinlich oder Chandelure vorher wegkriegen müssen. Weil es wahrscheinlich jetzt mit F Firestorm oder so oder Flame Schuppenschuss. Drei. Ja, die Verteidigung sinkt, aber dafür kriegt geht die Init hoch. Heatwave trifft beides, killt halt das. Okay, das ist GG, aber Torkoal gönnt sich noch den einen Kill. Ja, ich hätte einfach die Sludge Bomb da reindrücken müssen, nochmal in Dings drücken müssen. War ein dummer Play. Politoed kommt. Weil dann hätte ich jetzt zumindest Politoed mit ihm ausschalten, damit ausschalten können und mit Venusaur nochmal ausschalten können. Und hätte dann Heatwave und das andere Heatwave und Weatherball noch übrig gehabt. Dumm gespielt. Schuppenschuss. Je nachdem wie viel. Ja, okay, das ist. Das macht eh nichts mehr. Ja, ich krieg die drei Hits. Okay. Das war schon mal G1, was nicht so geil war für mich tatsächlich. Genau, was machen wir jetzt? Schmeckt das gut? So, was machen wir jetzt als Gegenprep daraus? Erstmal muss ich noch was kurz machen. Genau. Mit denselben. Hallo Schotterik und hallo Daniel, was geht ab? Ja, leider G1 knapp verloren wegen einem Missplay. Ich hätte einfach die Sludge Bomb auf Chandelure drücken sollen und Heatwave nochmal, weil damit hätte ich dann gewonnen. Würde ich behaupten. Ja, was mache ich jetzt? Er hat halt das gesehen. Er hat aber kein Memoswein drin. Er hatte kein Memoswein mit dabei. Gehe ich jetzt in die Diätowin und denke mir, fuck it. Ich glaube schon. In der Backtorte Torkoal Venusaur oder so. Oha. Hi Leon, hi Giraim, was geht ab? Ich hoffe, man sieht mich zumindest ein bisschen und man versteht mich gut oder okay. Und ich hoffe, das bleibt so während des Uploads oder nach dem Upload. Please, liebe Hexgötter, lasst mich gewinnen oder so. Oha, hi Steve, was geht? Ah, vielen Dank, wird schon, wird schon.
Prinzipiell habe ich einen guten Spot gerade. Eigentlich habe ich einen okayen Spot gerade. Ich bin ehrlich, ich drücke jetzt einfach Flächenmacht und Flächenmacht. Because Chandelure would die. Ja, ich habe gerade eben mein Bestmögliches versucht mit dem Layout und natürlich auch mit den Grafiken, die wir dazu bekommen haben. Ja, weil was macht man nicht alles? Oh, Dragonite zurückgerufen. Ach, hätte ich Follow Me drücken sollen. Ich glaube, das wäre gut ge besser gewesen. Einmal Flächenmacht kommt, das macht jetzt halt ein bisschen Schaden. Oh, das macht guten Schaden. Wenn ich eine ne Heatwave, das ist nice. Das ist legit nice. Weil jetzt komme ich in den TA und kann gewinnen. Hatta, nee, eins. Ja, das könnte schon Early Game sein, aber ich will nicht. Ich will halt nicht mich zu früh freuen. Und deswegen spotlighten wir jetzt und ich gehe in den TR. Schuss, ja. Je nachdem, wie oft ihr trifft. Ja, zweimal. Nur zum Glück, weil sonst wäre es kritisch geworden. Wird wahrscheinlich auch Stein. Nee, Iron Head. Okay, nice. So, TA. Und jetzt wird Deathling Gleam gegamed. Das ist interesting. Es ist damit langsamer als Torkoal. Ich glaube halt nicht, oder? Keine Ahnung. Ich kann es mir nicht vorstellen, wenn. Ist das jetzt wahrscheinlich over? Ich weiß, ich hätte vielleicht Deathling drücken sollen, aber falls er jetzt mit einem EQ oder sonst was das Ding killt. Dragonite zurückgerufen, okay, damit macht er schon mal nichts. Politoed kommt. Niese. Ja, für meine Feuersachen. Erdkräfte in Torkoal, nice. Weil das sollte ja eigentlich leben. Alter, wie das lebt. Maschallah. Heatwave kommt. Geiler. Oh, sogar der Burn of Politoed, der unnötig war. Magieflamme. Und Copperajah ist down. Nice, das war wichtig. Hatterene. Alter, ich liebe Hatterene. Holy shit. So. Ein geiler. Oh, Hatterene, I love you. Aber ich würd sagen, jetzt wird halt Erdkräfte und Deathling Gleam gespammt. Holy shit, Alter. Wenn sich das jetzt einfach nochmal 4 Kills in einem Game claimt, Ehre. Ich sag ja, ich will das Ding zum Kill-Leader machen. Zauberschein. Ja, das macht tatsächlich nicht mal so viel. Weakness Policy ist auch nicht so geil.
Siedewasser, Intu, Hetuine, geht nicht. Doppelflügel in Torkel. Es ist der Play. Es ist der Play, im Venusaur zu gehen. Doppelflügel. Er wird wahrscheinlich Siede. Es ist der Play. Oder drücke ich jetzt einfach R-Kräfte, Expanding Force oder Deathlingly? Ah komm, egal. Wird schon. Und wenn nicht, hey, Hatorini hat sich schon mal zwei Kills geclaimt. Ich hätte auch Poticken können, wenn ihr jetzt den. Kriegt ihr den Spätzdeft-Drop? Nur Zauberschein, jo. Geht halt leider nicht. Er geht auf Hetuine. Bin ich eigentlich fein mit? Wie soll ich damit fein werden? Psychofeld ist verschwunden. Ich glaube, eine Runde TA habe ich noch, von daher. Ah, okay, hat aber keinen Inner Boost. Drücke ich Sludge Wave oder Meteor? Ich glaube, ich drücke Sludge Bombe. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob Safe gekillt hätte. Wahrscheinlich, aber ich wollte halt auf. Ja, gut, der Protect halt, ne? Ah, ist okay. Toki holt sich den zweiten Kill. Und jetzt bin ich gespannt, wen er angreift. Wahrscheinlich Schuppenschuss. Okay, das ist. Ist das fein? Er muss nicht unbedingt den Init-Boost kriegen. Oder kriegt er bei Schuppenschuss den Init-Boost safe? Bei Duno. Matschbombe. Ah, jetzt kommt es halt drauf an. Heatet er oder heatet er nicht? Ich drücke einfach mal Schutzschild. Und zu gucken, was er plant. Doppelflügel. Interesting. Ist halt jetzt die Sache. Es ist jetzt die Sache. Hittet Doppelflügel oder hittet er nicht? Wahrscheinlich Schuppen. Ich. Geht er hier für Doppelflügel? Okay, er geht für Doppelflügel. GG! Ich hätte. Ja, hätte mir Expanding Force was gebracht. Wäre halt eine Runde früher gestorben. Ich hätte switchen können. Ja, hätte mir vielleicht das Game gewonnen. Naja, egal. Hab ja schon damit gerechnet, dass ich verliere. Plus, ich bin ja generell froh, dass der Kampf zustande gekommen ist. Also von daher, man kann nicht sagen, beide gut gespielt, finde ich. Ja, ist richtig. Ich meine, Game 1 habe ich auch verchoked, als ich. Chandelure nicht mit Sludge Bomb angegriffen habe. Das hat mir halt definitiv den Sieg in G1 gekostet und der eine Expanding Force. Ja, Brust. Ja, ich habe noch einen von Cobra drinne. Ich finde ihn echt sehr gut. Und
Ja, für die, die es ja zu sauer ist, die können sich den ja mit ein bisschen mehr Wasser oder so dann ja, ja entstärken, sage ich mal, vom Geschmack her. Von daher, also, wie gesagt, echt ein gutes Produkt, was man vertreten kann. GG's an Tulane, leider nicht gewonnen. Ich meine, fast hätte ich ja wieder durch einen Free, hätte ich fast wieder einen Free-Win gewonnen, aber das wollte ich halt auch einfach nicht. Und es wäre lächerlich geworden, hätte ich jetzt gegen Tulane in der Vorderhälfte schon den zweiten Free-Win bekommen. Von daher bin ich eigentlich froh, wie es gelaufen ist, auch wenn es ein Lose für mich war. Oh, ich hätte vielleicht. Ah, nee. Ich hätte nichts besser machen können, außer Expanding Force und Sludge Bomb in einen anderen Slot zu drücken. Aber hey, immerhin hat Tatooine seine zwei Kills, beziehungsweise fast vier Kills bekommen. Von daher bin ich damit komplett fein. Wünsche euch auf jeden Fall einen holigen Abend und dann noch viel Spaß und hoffentlich hexfrei in der VDL generell. Damit bin ich dann raus. Gute Nacht. Streamback.